Willst du das wieder machen? Das würde ich jeden Tag machen. 24/7, 365/1. Die Outlaw Diaries Crew war dieses Jahr ein bisschen größer als letztes Jahr. Das heißt, wir waren der Bengel natürlich in erster Linie, der einzige Athlet. Um die BFA-Crew komplett zu machen, der Fransen, die bessere Hälfte vom Bengel. Dann war da noch der Russland-Experte aus Görlitz, unser Matthias. Dann hat die Flamingo-Crew der Bene noch vervollständigt, der Mann für alles. Und die beiden Flamingos natürlich auch. Irgendwie war gar nichts geplant in Richtung Outlaw Diaries, bis auf einmal der Bengel angerufen hat und meinte, ja, pass mal auf, da gibt's was in Russland. Schlecht. Die schlecht. Schlecht? Schlecht. Als wir da gelandet sind, das war natürlich schon eine andere Welt. Haben sich erstmal schön eingedeckt mit Pivo. Und dann endete irgendwann auch die Asphaltstraße. Bei 60, 70 km/h in den Schlaglöchern auf so einer Holzpritsche hinten im Truck hat man recht schnell gemerkt, dass wir so langsam ins Nirgendwo fahren jetzt. Es gibt halt nichts drumherum, nur diese gerade Straße. Und dann kommst du auf einmal zu dieser Lodge. Du brauchst doch keine Angst haben hier vor die Deutsche, Alemanno. Komm, wir gehen jetzt mal los hier. Ihr seid ja schon völlig über dem Berg. In Kamtschatka sind wir angekommen und da war einfach nichts. Also wir wussten, Mountainbike-mäßig war da wahrscheinlich noch niemand vorher. Und die Distanzen waren jenseits von dem, was wir uns vorgestellt hatten. Wir hatten einen Tag, hat nur geregnet, wir sind 12 Stunden Auto gefahren und haben so einen Umkreis von vielleicht 80 Kilometern abgearbeitet. Ich würde sagen, es gibt keine Straße in Deutschland, die so beschissen ist. Du kannst in Steinbruch fahren, da gibt es geilere Straßen als da. Damit oder noch Man sagt auch, das ist der Travis Rice des Mountainbikens. Boah, du Fotze, Alter! Schön schmal und recht filigraner Absprung geworden, so bis jetzt. Du bist ganzer Farmer. Rastafari. Die ersten Tage waren richtig schlecht. Da haben wir dann auch den Lodge Trail da gebaut, aus Frust auch so ein bisschen. Kommen wir nämlich nicht mehr alleine runter. Oh, jetzt ist die Kamera aus. Ich raste hier gleich auf. Du bist der deutsche Travis Rice und für uns bist du nur noch Kaviar-Bengel. Was ist eigentlich? Nimmst du gleich ein Löffelchen? Der Einstieg vom ersten offiziellen Mountainbike Trail von der Snow Valley Lodge. Du hast ja keinen Spot irgendwie, der für dich fertig ist. Du musst ja alles erstmal selber erkundschaften. Okay, drop it! Oh, ich Alter! Fuck! Junge, ich hab mich selber gerade genannt, weil ich die nicht gemacht habe. Komm, gib mal was von deinen Nüssen, ich dachte, die alle selber.
erster Tag gutes Wetter und wir fahren jetzt auf einen ganz geilen Vulkan und dann gibt's mal hoffentlich eine richtig geile lange Abfahrt hier. Das war ein Berg, der war einfach, ich würde sagen, einen Kilometer Luftlinie von der Lodge. Und dann haben wir so gesagt, ja, dann fahren wir mal hin, da hoch und dann gucken wir mal, was wir nachmittags machen. Ja, wir sind auf dem Weg zum Herr der Ringe. Und die Story dazu war, wir sind 2 Stunden Auto gefahren und dann sind wir die 1,5 Stunden nochmal zum Fuß des Berges geheilt. Boah, Junge, das war so tief. Boah, das kann nix. Aber meine Schuhe sind trocken. Dann sind wir den Berg hochgelaufen und dann ist wieder eine Stunde vergangen. Und somit waren wir dann irgendwann nachmittags auf diesem Berg, wo wir dachten, wir machen das mal eben im Vormittag. Also es hat sich eigentlich durch den ganzen Trip gezogen, dass wir immer viel länger gebraucht haben, als wir geplant haben. Und das Einzige, was wir tun konnten, war es irgendwann einfach zu akzeptieren, dass es so ist. Oh nein. Sieht nah aus, ist es aber nicht, weil hier ist alles weit. Ups! Die Fahrt ging weiter über, ich würde sagen, Stock und Stein, aber es war eher über Steine und Fels. Das hier ist jetzt das Ende der sogenannten Straße. Ich dachte, Straße setze ich in Anführungsstriche. Und jetzt laufen wir diesen kleinen Pfad über das Schneefeld da hoch, bis in diesen Kessel da rein. Ja, und bis hierhin war das schon echt eine Erfahrung und ich glaube, das wird jetzt fortgesetzt. Uns stand noch 2 Stunden Hike bevor. Boah, Alter, Mann, wie das da regnet, Alter. Ja, und dann standen wir da halt mitten in diesen Rauchsäulen und waren irgendwie komplett im Filmwahn und haben gar nicht gemerkt, dass auf einmal so eine fette Wolke reingezogen ist, weil wir mitten in diesem Schwefelrauch standen. Cops kommen, da hinten sind sie schon. Da kommen sie hoch. Haben so ein paar klägliche Versuche gestartet, dass da irgendwas gefahren wird. Aber es ging halt nichts, du konntest 3 Meter weit gucken. Und dann mussten wir leider das Feld räumen. Baron wiegt gerade auch nicht 1,2, der wiegt gerade 4,8. Oh, ich krieg das Fahrrad nicht hoch. War auch irgendwie lustig, weil ich meine, wir hatten trotzdem ein krasses Erlebnis. Also ich glaube, es gibt Leute, die nur wegen diesem Erlebnis dahin fliegen würden. Der Tag hat super angefangen und dann haben wir einfach gemerkt, Kamtschatka hat uns wieder ein weiteres Mal gefiegt. Wir wollten diese unberührte Landschaft, wo wirklich noch niemand vorher Mountainbike gefahren ist. Und wir wussten, dass es da die Möglichkeit gibt, halt wirklich Heli-Runs zu fliegen. Ja, als wir dann vor Ort waren und das alles irgendwie ein bisschen konkreter wurde, wir dann irgendwann mal am Flugfeld standen und die fetten Dinger da stehen gesehen haben, haben wir erstmal realisiert, dass das jetzt wahr wird, was wir da irgendwie 2 Monate lang geplant haben.
war wie im Film. Als wir da oben saßen, du dachtest so, okay, das passiert jetzt gerade wirklich, aber du hast es nicht gecheckt. Du warst einfach in deiner Rolle, das einfach festzuhalten, was da passiert. Er konnte eben nicht landen, weil da irgendwie noch so Büsche im Weg einfach standen. Und auf einmal springt da eine Russe so neben mir aus der Tür raus, hackt diesen Baum ab. Du sitzt da drin und denkst so, Alter, was ist das für ein kranker Job? Die erste Heli-Line haben wir dann da in den Kasten gebracht. Also danach wussten wir, dass es geht und auch wie es geht. Und da war dann auch keine Routine drin, sage ich jetzt mal, aber jeder wusste, wie es abläuft. Stickmann! An der Stelle wirst du so schnell, dass du glaubst, das war's jetzt. Na los, denk dir einen Namen aus, Schatzi. Für das Ding, oder? Ja, Logo. Das ist Raschkov, Nieschkov. Ja, ich würde sagen, weil wir in Russland sind, das ist die Kurva. Sag, Becky, Zufriedenheitskurve in welchem Bereich? Krank, richtig krank. Heute ist halt echt mal richtig nice Wetter, ey. Ah, da war ein Fisch drin jetzt. Guckt hier einfach um. Schwenkt mal 360 Grad, bisschen Musik drunter und dann brauche ich nicht viel dazu sagen. Gefühlt kannst du den Vulkan, neben dem du fliegst, die Schneekuppe, die kannst du greifen, so nah ist die ja. Anderthalb Stunden Flugzeit gehabt und wir haben einfach alles gegeben. Wir haben 100% dafür gegeben, dass anderthalb Stunden Flugzeit zum Erfolg werden. Und danach waren alle einfach geflasht. Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall was, woran wir uns alle recht lange erinnern werden, an diesen Tag mit der Mi-8 in Kamtschatka.